Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich habe eben gerade mal geguckt, warum die Produktion steht. Und sie steht, weil wir nicht genügend Gold haben. Ja, die Goldproduktion ist natürlich wirklich, also da, puh. Dauert ja wirklich ewig, ehe man hier irgendwie mal Gold zusammenkriegt, ne? Ja, ist halt ein seltenes Material und dann hier eigentlich auch. Ich könnte mal wieder Alt drücken, damit man sieht, was hier produziert wird. Wo hapert es denn hier? Wahrscheinlich an, naja, Mineral Sludge schon ein bisschen. Obwohl. Eigentlich immer rechtzeitig da. Naja, ich muss das irgendwann umstellen, die Produktionsstätte hier. 4,9k von dem Scheißding da schon drin. Was? Gottes Willen. Und hier drüben? 5,7k. Das ist voll die Kiste hier. So ahnst du nicht. Das muss aber auch effektiv irgendwo loswerden. Ach du grüne Neune. So, und jetzt war ein Kommentar zum... Warte mal, irgendwas. Blei und... Mit, irgendwas auch mit Blei und Nickel. Ach, ich hab's... Ach, Mist, ich wollte es mir gerade noch durchlesen. Hm. Entschuldigung, habe ich vergessen. Na, wir hoffen mal, dass wir dann irgendwann mal genügend Gold kriegen. Also die Produktionsstätten sind ja hier echt, sagen wir mal, nicht so gut besetzt. Wir werden mal einen Vierfachverteiler auf jeden Fall hier noch einbauen oder einen Balancer, damit wenigstens, egal von welchem Produktionsstätte etwas jetzt etwas kommt, es auch wirklich da ankommt, wo es hin soll. Moment, das war hier. Achso, da muss ich erstmal hier ein Loch reinbeißen, ne? Geht das wieder nicht. Kann ich hier nicht einbauen. So. Dann brauchen wir dieses Büchlein, dieses Ding hier. Was ist das? Achso, das ist ja sechsfach. Okay. Okay. Können wir hier noch ein bisschen. Noch ein bisschen was abbeißen. Gut. Jetzt aber. Moment, hing nicht da. So. Gut, dann Rechtsklick einlegen. Gut. Dann brauchen wir hier ein unterirdisches, ein zweites unterirdisches. Dann brauchen wir ein von da, da, da und dort. Dort und hier und da und dort. Dann müssen wir einmal nach da transportieren, einmal nach da transportieren. Gut, und dann brauchen wir ja bloß noch die Teile einsetzen. Haben wir sie denn? Hatte doch eben noch ein paar davon. So. Gut, und dann können wir das hier wieder anschließen. Und dann sollte sich das ja jetzt gut zurückstauen und einigermaßen verteilen und ein bisschen was da oben auch ankommen. So. Damit hier die Produktion weitergehen kann. Dann kann ich hier ein bisschen Gold, habe ich ja noch ein paar in der Tasche. Hau ich hier mal die letzte rein. So, dann hau ich mal mein Wasted-Zeug hier rein. Wenn die auch wieder ein bisschen was machen. Echten Rückstau gibt es trotzdem. Ja, das mit dem Kupfer müssen wir noch beobachten. So, und jetzt kommt hier ja aller Nase lang halbwegs regelmäßig. Aber guck mal, wie schnell hier das Aluminium wieder abnimmt. Auf der einen Seite. Naja, gut. So, und was ist das hier? Warum ist denn da jeder zweite Glas? Was ist das denn? Hä? Oh, hier eine Verbindung geschaffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wir haben eine Katastrophe hergestellt. Mal gucken, wo kommt denn da das? Hier ist wieder mal Glas bei. Ah. Wie komme ich denn auf die Idee? Ach, weil ich... ja, ich wollte ja schon mal vorsehen, dass ich irgendwann mal Glas transportieren kann. Ja. Gut, das Ganze hier unten. Ach so, da unten ist ja auch noch ein bisschen Blödsinn dabei, ne? Da ist ja noch ein bisschen. Bisschen von dem. Abfallprodukten dabei. Müssen wir natürlich hier noch auch noch rausfiltern. Ansonsten kann ich die hier schon mal da reinlegen. Da sind ja noch zwei
Plötzchen dabei. Was ist denn das? Findet ihr die denn immer wieder? So. Gut, dann haben wir das auch. Dann brauche ich jetzt. Muss ich jetzt da oben erstmal hin? Das müssen wir natürlich so ganz schnell beheben. Den Fehler. Oh Gott. Stimmt, da hatte ich schon mal irgendwann vorgesehen, dass ich da eine Glasleine langlehnen will. Hm. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Mann. Das ist natürlich wieder mal ganz dumm gelaufen. So, gut, das heißt, hier müssen wir das Gas rausfiltern. Jetzt wir die ganze Kohle einsammeln hier. Ich hoffe, dass ich die ganze Kohle noch wieder loswerde. Ein bisschen Aluminium aufgesammelt. Naja, gut, das kann ja auch passieren. Und jetzt ist mein Inventar voll. Das Glas kriege ich noch mit. Glas auch voll. Ah. Na gut. Ich kann da trotzdem drauf. Ich ja trotzdem schnell. So. So, dann müssen wir hier mal ein bisschen Kohle ablegen. Hier noch ein bisschen Kohle ablegen. Und dann noch ein bisschen Kohle ablegen. Weil ich denn das Glas loswerden jetzt, ne? Momentan gar nicht, ne? Zumindest keiner sinnvollen Fabrik. Was? Na ja, gut, ich kann noch ein bisschen mühelos werden. So. Dies momentan ist halt echt nicht schön, was ich hier mache. So, Kohle rein, so. Was hätte ich da noch Platz gehabt? So. Das Glas müssen wir irgendwo loswerden. Da brauchen wir jetzt irgendwelche Fabriken, wo ich das mal einlagern kann. So. Ich muss jetzt hier erstmal eine Kiste hinstellen. Hier nehme ich dran vorbei. Mach erstmal das ganze Glas rein. So. Oh, ein Quark. Ja, das kann passieren, wenn man viel baut. Viel schlimmer ist das, wenn man das mit Rohren macht, wo man es dann gar nicht mal offensichtlich sieht. Oder mit mal irgendwie nur Quatsch ankommt und man sich wundert, so, was ist da los? Ne? Und dann. Wenn man dann mal irgendwann mit den Rohren sich verknotet und das bei unserem, sagen wir mal, vielfältigen Rohrexperimenten, die da gemacht sind, dann bleib wollte ich hier nicht loswerden. Glas wollte ich hier loswerden und dann kann ich hier nochmal ein bisschen Kohle loswerden. Bei dir? Ja, das geht. So. Gut. Dann haben wir das schon mal. So, hier warten wir halt immer auf Gold und immer wenn mal Gold da ist, dann kommen auch ein paar Dinge raus. Naja, gut, okay. Es wird nicht schnell laufen, die Produktion. Ich denke mal, wir müssen dadurch durchaus nochmal dran arbeiten. Dann werde ich jetzt erstmal die Dioden dort wegverzaubern. Und zwar kann ich das nicht machen, weil ich keine Breastplates in der Tasche habe. Na gut, macht erstmal nichts, aber Stahlkiste kann ich noch machen. Wollen wir mal gucken, was da für Kisten mittlerweile stehen. Ob ich da in Stahlkisten hin. Ob die mir überhaupt helfen würden. Sagen wir mal so. Aber diese ganzen Dioden hier abtransportieren, das ist natürlich auch ganz schön. Arbeit dann. So, habe ich irgendwas, was ich hier unten mir rein sortieren kann? Um noch einen. Ich muss die ganzen Landfills mal loswerden. Dann habe ich hier mal so eine Kiste hin. Größere Kiste, dann muss ich da hinten das mal umstellen. Wenn ich die Stahlkiste habe ich doch irgendwo produziert, oder nicht? Gut. Dann habe ich nur eine Stahlkiste hin. Inventar ist voll. Moment, ich kann dann noch. Hier nehme ich die Dinger noch mit runter. So. Und das Rohr kann ich noch mit runternehmen. Und Stack davon mit. Und den Cyan. Das müssen wir also auch noch automatisieren, dass das wieder zurückgeführt wird. Die ganzen Dioden. Also Goldproduktion ist echt ganz schön aufwendig. Auf sich. Das könnte sich.
Wird auf dauerhaft immer mal für Probleme sorgen. Ja. Ich werde mich in ein paar Folgen bestimmt wundern, warum da oben so ein eine Kiste rumsteht, wo Glas drin ist. So. Wo haben wir denn hier so ein bisschen zusätzliche Produktionsmöglichkeiten für Ionenzerstörung? Hier haben wir das und dann können wir hier ein paar Cyan-Gionen machen. Gebe ich dir mal ein paar. Kannst auch durchaus auf die Innenbahn ablegen, wenn die beliebter ist. So. Kannst du natürlich auch. Nein. So. Wenn der mehr runtergeht oder mehr weggeht von, dann ist okay. So. Hier aus. Ah, Sulfuric Acid ist immer noch ein Problem, aber glaube ich nicht unser größtes. Da sammelt sich ein bisschen was an. Hier in dem Rohr ist, naja, da ist so ein bisschen was gefüllt. So. Gut. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes da oben bauen müssen, dass wir weiterkommen mit unseren Forschungsfläschchen. Die Rohstoffe sind mir, warte mal, ich kann ja mal ein paar Brassplätze mitnehmen unterwegs. Ich kann ihm hier so eine Kiste mal machen. Eine große. So. Für irgendwelchen Schrott, den wir jetzt erstmal da rein lagern müssen. An den Anschluss muss ja der zweite. Ah ja, da muss das ran für den Femtolaser erreichen. Den brauchen wir dann halt. Gut, dann müssen wir da dann erstmal die Fabrik schaffen. Kommen wir erstmal hier ein bisschen Strom rein. Dann können die sich schon einmal bestücken, wenn sie wollen. Ah ja. Hat einer wieder die Greifarme falsch rum hingestellt. Wer auch immer das war. So. Gut. Okay. Und warte mal, für diese Labore, warte mal, was brauchte ich denn dann noch? Advanced Lab Construction Steel, okay, da brauchen wir den Stahl für. Lab. Okay. Den Analysator brauchen wir. 20 Faltkreise in Rot und einen Femto Laser Array. So, wenn wir einen Femto Laser Array machen wollen, dann brauchen wir ein Chemical. Was? Ein Chemical Laser Flash Fuel. Mit Naphtha und Methanolgas. Okay, also Naphtha und Methanolgas holen wir uns jetzt hier hoch. Wir brauchen unterirdische Rohre. Wir brauchen wahrscheinlich den. Warte mal, dann nehme ich gleich mal. Ich nehme mir die Tasche voll Brass mit. Das, den ich jetzt noch nehmen kann hier. Irgendwas, was ich noch. Ach, hier die Forschungstaschen. Die kann ich auch noch mal los. Guck mal an. Haben wir doch hier schon mal. Ja, zwei Sticks. Drei. Chemical Plants, die können wir wegbauen. Wegnehmen. Das unten jetzt eigentlich aus mit dem. Hat sich nämlich noch nicht beschwert. Das ist ein Eigenartig, dass es nicht beschwert hat. Oh. Hat sogar wieder zugenommen. Sehr gut. Bin begeistert. Also der Antransport von dem Gas hier unten, das war keine so ganz schlechte Idee. Hier haben wir natürlich viel Zeug, was wir dann zerstören. Naja. Das ist halt so. Okay. Dann gehen wir hier mal an so eine Brasskiste ran. Sollen wir dafür auch noch mal ein bisschen, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt. Und nehmen uns noch mal schön Brass mit. Werden den jetzt gleich ganz sauber und ordentlich in eine Fabrik einarbeiten. Ist hier nicht drin? 1,1K, okay. Das ist auch eine Kiste davor, ne? Warte. Ah, die ist sogar leer, okay. So.
Einen Stromschalter sollte ich mir bauen. Der Kommentar ist eben gerade ganz frisch reingekommen, also zum Aufnahmezeitpunkt. Da muss man wirklich mal was machen, weil sonst staut sich das Holz, wurde mir wieder gesagt, da hat man durchaus recht mit. Wo wollte ich jetzt hin? Ach verdammt, jetzt bin ich wieder komplett abgelenkt gewesen. Ich wollte, ach ja, hier, Rohre wollte ich holen. Unterirdisch. Und hier ein bisschen Brass reinlegen. So, dann nehme ich mal ein Stack mit, falls ich mal wieder welche brauche, aber den Rest könnt ihr da kriegen. Achso, Rohre muss ich natürlich auch einpacken, wenn ich es mitnehme. So. Gut, weil wir wollten nämlich jetzt Nafta nach oben transportieren und komische Gas, Methanolgas. Ich glaube, das produziere ich nämlich hier auch schon irgendwo zwischendurch mal. Wir gucken mal, wie das aussieht mit der Holzproduktion. Ich glaube, da kann ich nämlich das Methanolgas hier abgreifen. Ich glaube, das ist hier in einem von diesen Fässern hier drin. Da müsste es drin sein, ne? Ne, das Propangas. Wo ist denn Methanolgas abgenommen? Hab das irgendwo. Ah, Methanolgas. Wunderbar. Kann ich also von dem Tank hier abzapfen. Begeistert. Dann gehen wir hier in den Wasserrohr hoch. Kommen wir hier durch, da kommen wir durch. Ja, kommen wir bis oben hin. Alles klar. So, also das Holz staut sich noch nicht. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt aussieht mit dem Mittelwert der Kohle. Hier unten. 2,5k und 38k. Was? Nee, das ist die Gesamtmenge, die drin ist. Also, oh, 126 Durchschnitt hält sich. 1900 Durchschnitt ist gar nicht mal so viel. Also das ist schon, das nimmt schon gut ab. Wollte doch MK3 Dinger machen, da brauchte ich Inwazu, ne? Kann, also MK3 Öfen kann ich auf jeden Fall herstellen, das weiß ich. Durch das Kobaltzeug kann ich MK3 Öfen herstellen. Genau, Boiler, da brauchte ich diese Inwa-Platten. Ne, da brauche ich die Inwa-Platten. Aber die Steam Engine kann ich machen durch Kobaltzeugier und so weiter. Genau. Dann kümmern wir uns doch mal darum, dass wir immer Platten kriegen, dass wir dann hier ein bisschen mehr verheizt kriegen, dass es ein bisschen effizienter wird. Ich meine, Umweltverschmutzung, das darfst du dir da nicht anmachen, ne? Das ist Kernrot. Das ist Kernrot. Also da sind wir jetzt richtig gut dabei, die Evolution und die Boshaftigkeit dieser Würmer auf uns zu leiten. Eieiei. Das ist ja mal gar nicht gut. Okay, naja, dann ist das so. Können wir dann erstmal nicht ändern. Gut, achso, Methanol wollte ich denn. Achso, und dann das andere Gas, das Nafta-Zeugs, das habe ich hier unten im, hier unten irgendwo gebunkert, ne? Ja, da liegen 80 Kilo davon rum. Ich denke mal, da sollte sich was ausgehen. Wird wahrscheinlich dann dafür sorgen, dass ich hier das Zeug dann doch verbrennen muss. Habe ich mich noch gar nicht so richtig mit befasst, was ich damit alles machen kann, ne? Schmiermittel brauche ich, das weiß ich, für unsere. Habe ich da oben eigentlich das noch eingebottelt? Nicht sogar eingebottelt, noch 200 Fässer rum. Muss ich noch ausbotteln da unten wieder. Alles klar, wo stehe ich jetzt? Da. Dann nehme ich jetzt die Fässer erstmal mit. Und die Buddelmaschine. Sollte ja nicht weiter stören, wir müssen eine E bauen. Fässer, achso, die Fässer kriege ich alle gar nicht mit, weil. Ist hier. Gut. Wie viele sind noch drin? Mehrzahl. Warte mal, ich brauche das jetzt gerade nicht. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich gerade eigentlich auch nicht. Dann nehme ich die Fässer erstmal mit. Dann muss ich oben an dem Ding einmal vorbeilaufen, die Buddelmaschine mitnehmen und dann kann ich das hier, dann muss ich hier noch einmal herlaufen. Dass wir macht nichts. Gehen wir hin. So. Nicht wundern. Bitte nicht wundern. Das ist ganz normales Chaos. Ganz normales aus. So, wir wollen hier daneben lang gehen. Dann werden wir da erstmal hier Maß nehmen. Und zwar sagen wir dann nämlich hier mal einmal so. Und dann kommen wir genau da an. Das ist sehr gut. So wollten wir das haben. Zack. Und dann können wir jetzt hier so tun, als wenn das so sein müsste. Und hier nach oben durch. Passt nicht bis ganz nach oben. Okay, dann machen wir da mal eine Brücke rein. Und dann machen wir hier noch eine Brücke rein. Methanolgas, wo es geht, das andere lang. Dann gehen wir hier neben dem Förderband lang. Mein Röhrchen da. So, geht mal ein länger, sehr gut. So, dann nehmen wir hier das Methanolgas. Hier dürften wir ja freie Bäume mit Marzipan haben.
Sollte sich ja jetzt hier nichts im Weg sein. Außer die Dinger. Wollte ich auch mal umstellen, ne? Na egal. Gut, dann müssen wir hier mal eine ganz kurze Treppe einbauen. Kein Problem, kriegen wir hin. So. Naja, alles hin. Na. So. So, dann Schnörkel einbauen. Kein Problem, kriegen wir auch hin. So, und dann müssen wir hier. Achso, den können wir gleich weitermachen. Guck mal, wie ist denn das überhaupt gedacht? Bist du oben hoch? Nee, komm ich nicht. Aber wenn ich hier. Ah, parallel gehe. Parallel, so, zack, dann komme ich bis da oben hoch. So, wo gehe ich denn da hier oben? Dann gehe ich da lang. Gehe ich da drunter lang oder nee, ich gehe ganz da drüber lang. Auf M, dann suchen wir hier mal rein und dann sagen wir, die Flüssigkeit holen wir uns. Ich hoffe, euch wird nicht schlecht dabei. Die holen wir uns auf Ebene. Geht das? Okay. Auf dieser Ebene geht es aber durch. Okay, also hier auf dieser Ebene, da holen wir uns die Flüssigkeit durch. Das ist 1, 2, 3 unter dem. Hier rutscht. Jetzt in jedem zweiten da eine Brücke rein. Dann machen wir da schon mal hier das kleine Winkelchen rein. So. Nafta müssen wir dann auch noch hier hoch transportieren. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir dann hin. Dort drehen wir schon hin. So. 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 Da müssen wir genau da unter dem sein. Aber lang halt nicht so oft, warum was nicht. Hier geht's auch. So, und jetzt können wir laufen. Ha. Auf geht's! So. So, angekommen in unserem Fabrikkomplex, wo wir das dann machen wollen. Also. Müssen wir den Nafta noch wegholen? Auch irgendwas hier. Achso, ich wollte den mal ganz kurz. So, ja, da bin ich jetzt dran vorbeigelaufen. Hab's natürlich nie mitgenommen. Die hab ich nämlich schon weggepackt, ne? Die aus Flaschen. Damit ich dann die Fässer leer habe. Das ist quasi so das Ziel an der Sache. Dann werden wir dann demnächst jetzt einmal die ganzen Steine mitnehmen und dann werde ich dann mal ganz viel Stein eigentlich könnte ich doch die Flaschen, das könnte ich doch eigentlich direkt da in dem Rohr mit einbauen. Ja, ich würde das jetzt, genau, dann musst du einfach da mit in das Dings einbauen. Doch einfach bloß die Buddelmaschine nehmen müssen und dann in das Rohr das direkt einspeisen. Wo ist denn die hin hier? Die habe ich reingelegt oder nicht? Das ist doch. Na, reicht mir ja. So. Das müssen wir jetzt dann noch wieder einspeisen. Das machen wir jetzt fix und fertig. So.
Kann ich doch hier einfach sagen, bauen wir mal dieses Fläschchen-Ding hin. So. 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 Dann machen wir hier eine zweite Kiste noch wieder hin. So. So, dann ist das da drinne und dann können wir hier sagen, kipp mir mal das hier. Gib mir das mal wieder in den Tank hier zurück. Sehr gut. Arbeitet wunderbar. So, und hier haben wir eigentlich schon wieder zu viel Matt auf der Line, aber genau, ne? Auf der einen Seite transportiert sie es ab. Okay, die beiden hier oben kriegen das dann natürlich nicht hier mit unter. So, gut. Und hier haben wir eine Line, die gar nichts mehr abbaut. Baut bekommt. Hey, Momentchen mal. Das sieht so gar nicht schön aus. Das wollen wir so nicht haben. Machen wir das nämlich jetzt so. Nehmen das hier mal weg. Bauen die nochmal dran. Und geht hier viel mehr Matt auf die Reise. Das Ganze bauen wir hier genauso. So. Das Mattband jetzt zwar voll hier oben, komplett voll, aber das wird der hier hinten schon irgendwann regeln. So, gut. Alles klärchen. Ja, da kommt ordentlich Modder zusammen. Aber brauchen wir ja auch. Hier für den Kompost und so weiter, das brauchen wir ja alles. Ist auch gut, dass das ja schon wieder ein bisschen voll steht. Und hier das Kompostband. Ich jetzt nicht sonderlich leert. Gut. Gut, da geht was. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Haben wir dafür die Produktion alles fertig. So, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Erstmal da oben mit den Fässchen. Und jetzt muss ich das Naft dann noch mit hoch transportieren. Genau, da muss ich mal einmal weiter runter hier. Ach, hier können noch immer fleißig gebrannt werden, ja. Mit dem Zeug können wir später auch mal losrennen. So, dann haben wir hier das Nafta. Wo machen wir das Nafta denn hoch? Das können wir. Wo legen wir das denn durch? Mach das mal aus hier. Das sieht mir so rot aus. Ja, da können wir auch hier, dass wir hier auf die Bahn mitkommen. Aber hier unten sind schon so viele Rohre. Da würde ich dann auch sagen, dass wir jetzt mal hier oben lang gehen. Und dann. Da müsste noch ein Platz sein, ne? Da drunter, ja. Das heißt, da müssten wir zwei unter dem bleiben. Und wir gehen dann einfach hier irgendwo geradeaus hoch. Da sind wir, wenn ich jetzt hier geradeaus hochgehen will. Und nichts im Weg. Ich könnte bloß mit der. Na, doch hier oben, das könnte im Weg kommen. Da müssen wir dann vielleicht drumherum kurven. Ja, das kommt auch in den Weg. Oder wir machen das. Ne, das kriegen wir schon hin. So. Baue ich das Weiße, dann die Treppe ein, weiter vorne hin. Gut, dann gehen wir da durch. Okay, alles klar. Also verlängern wir das einfach nur geradeaus, von da aus weiter. So, und dann haben wir dann auch einen Nafta da oben. Und dann brauchen wir den Stahl darum. Den habe ich, glaube ich, schon hintransportiert, ne? Auch wenn ich auf dem Förderband nichts habe. Gut. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Halbe Stunde ist um. Freuen wir uns darauf, dass wir wieder ein bisschen was bauen können. Und dann könnten wir eventuell schon mal den Laserblitz-Treibstoff herstellen. Den wir dann brauchen für den Laser. Und ja, mal gucken, wie es läuft.
Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis denn. Tschüss.